Bei IWC stand dieses Jahr alles im Zeichen der Portugieser. Die haben ganze 17 neue Referenzen vorgestellt, weil das für ein Video ziemlich viel ist, zeigen wir euch heute unsere 5 Favoriten. Wenn ihr mehr Neuheiten von IWC oder generell aus der Uhrenwelt nicht verpassen möchtet, dann ladet euch die Altair-App runter oder abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Die Portugieser ist die große Dresswatch aus dem Hause IWC, kommt ursprünglich von portugiesischen Händlern und kommt noch aus der Taschenuhr-Ära. Und diese Taschenuhr-Ära und die Taschenuhrgröße, die gute Ablesbarkeit, wird auch immer noch bis heute in die Armbanduhren übertragen. Deswegen, durch die Größe, aber auch durch das Finish der Gehäuse, wirkt die Portugieser für eine Dresswatch tatsächlich ziemlich sportlich. Ziemlich sportlich von IWC ist auch, dass sie einfach eine neue Komplikation erfunden haben, und zwar den Eternal Calendar. Also nochmal einen Schritt weiter als den ewigen Kalender, und zwar den unendlichen Kalender. Der Unterschied ist, dass der ewige Kalender zwar Schaltjahre mit einberechnet, aber die Jahre, in denen in der Zukunft Schaltjahre übersprungen werden, nicht. Und das tut der neue Eternal Kalender. Die Uhr ist natürlich absolutes High-End und den Preis bekommt ihr nur auf Anfrage. Wenn ihr also ernsthaftes Interesse habt, meldet euch bei uns. Das Platin-Gehäuse hat einen Durchmesser von 44,4 mm und eine Höhe von 14,9 mm. Das ist natürlich ziemlich hoch, aber da muss natürlich auch einiges an Platz für die krasse Mechanik sein. Wasserdicht ist die Uhr aber trotzdem bis 5 Bar. Das heißt, für den Alltag eigentlich gar kein Problem. Das Werk, was in der Uhr tickt, ist übrigens das Manufakturkaliber 52640 mit 7 Tagen Gangreserve und einem Automatikaufzug. Es hat 396 Komponenten. Die Mondphase der Uhr wurde in 22 Billionen Simulationen entwickelt und besteht aus 8 Zahnrädern. Sie ist bis 45 Millionen Jahre lang genau und erst dann hat sie einen Tag Abweichung und müsste neu gestellt werden. Das ist natürlich nur theoretisch. Ich glaube, so lange hält auch eine mechanische Uhr nicht. Der Eternal Kalender, also der unendliche Kalender, wird offiziell säkulärer Kalender genannt und ist tatsächlich der erste dieser Art. Und um zu verstehen, wie krass das ist, möchte ich hier einmal von der IWC-Webseite zitieren. Dank eines neu entwickelten 400-Jahres-Rads, das nur alle 4 Jahrhunderte sich einmal komplett dreht, überspringt der Kalender innerhalb von 400 Jahren 3 Schaltjahre. Ein Rad in dem Uhrwerk, was sich nur in 400 Jahren einmal komplett dreht, wie krank ist das? Also das ist wirklich komplett abgespaced. Weiter steht auf der Webseite, ein Ereignis, das zum ersten Mal im Jahr 2100 eintreten wird. Also dann wird das erste Mal ein Schaltjahr übersprungen. Der Eternal Kalender wird das Schaltjahr bis mindestens 3999, also bis zu diesem Jahr, korrekt berechnen. Und warum nur bis dahin? Tatsächlich ist noch nicht entschieden worden, ob im gregorianischen Kalender das Jahr 4000 überhaupt ein Schaltjahr sein wird oder nicht. Ihr merkt schon, ich kann dabei selber nicht ernst bleiben. Es zeigt einfach, wie surreal das ist, aber auch wie viel Ingenieursarbeit in dieser Uhr steckt. Das Zifferblatt besteht zum großen Teil übrigens aus Milchglas. Das Glas wurde in der Unterseite angeraut und mattiert und anschließend dann noch lackiert. Das stark gewölbte Saphirglas hat einen Glasbox-Effekt. So ähnlich haben wir das ja auch schon mal bei Tag Heuer gesehen. Hier ist es aber auf einem ganz anderen Level. Etwas bodenständiger, aber immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level der Uhrmacherei, ist der Tourbillon Day und Night. Dieser kostet 86.000 Euro Listenpreis. Er hat ein Gehäuse aus Roségold. IWC nennt diese Goldlegierung Armor Gold. Das Gehäuse misst 42,4 mm im Durchmesser und ist ganze 10,8 mm hoch, besser gesagt flach. Das liegt daran, da das 81925 Inhouse-Kaliber ein Handaufzugskaliber ist. Auch diese Uhr ist, obwohl sie dressig und kompliziert ist, bis 6 Bar wasserdicht. Gangreserve hat die Uhr 84 Stunden. Das Konzept oder die Idee mit dem Tourbillon und der Tag- und Nachtanzeige kommt übrigens von einem ehemaligen Uhrmacherlehrling von IWC. Die Tag- und Nachtanzeige ist links auf 9 Uhr eine kleine Kugel, eine kleine Weltkugel, die auf der einen Seite Gold und auf der anderen Seite schwarz ist und sich so dreht, dass ihr den Tag-Nacht-Zyklus auf eurer Uhr ablesen könnt. Der nächste Favorit und für viele von euch wahrscheinlich preislich etwas erreichbarer ist die IWC Portugieser in 42 mm. Die Uhr ist an sich grundsätzlich bekannt, mit der kleinen Sekunde auf der linken Seite und der Gangreserve auf der rechten Seite. Sie hat aber ein Update bekommen. Unsere Highlights sind die blaue Variante und die silberne Variante.
Die blaue Variante hier am Stahlband gezeigt kostet 15.000 Euro Listenpreis und die silberne am Lederband 14.000 Euro. Nominal haben beide einen Durchmesser von 42,4 mm, IWC rundet hier im Namen also ab. Hoch sind beide 12,9 mm. Hier haben wir auch wieder ein Automatikwerk verbaut, und zwar das 52011. Wie die Gangreserveanzeige schon zeigt, hat das Uhrwerk 7 Tage Gangreserve und schöpft diese aus zwei Federhäusern. Der Glasboden dieser Uhr ist unglaublich riesig und auch nochmal gewölbt. Das heißt, eigentlich der ganze Boden der Uhr wird vom Werk ausgefüllt und die Leute, die gerne Uhrwerken bei der Arbeit zusehen, kommen hier perfekt auf ihre Kosten. Grundsätzlich ist dieses neue Modell schlanker, flacher als der Vorgänger. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch durch die Optik. Denn es wird jetzt mehr von der Gehäusehöhe vom Glas eingenommen und die Flanke des Gehäuses ist satiniert, hat aber oben und unten polierte Stellen, wodurch sie optisch nochmal gedrungener bzw. flacher wirkt. Die Zifferblätter sehen auf den ersten Blick zwar relativ simpel aus, stechen aber sehr stark ins Auge. Das liegt daran, dass über der Farbe, die aufs Messing gedruckt ist, nochmal 15 Lagen Klarlack aufgebracht sind. Dadurch wirkt das Blatt unglaublich dreidimensional und hat eine besondere Tiefe. Besonders bei diesem Blau kommt das unglaublich gut rüber. Das Stahlband hat, wie wir es von IWC kennen, in der Schließe die Feinverstellung, wenn wir aufs Logo drücken. Wenn wir über IWC sprechen, darf natürlich eine Komplikation nicht fehlen, und zwar der Chronograph. Der neue Portugieser Chronograph in Eisblau ist der absolute Hammer. Eisblau ist ja sowieso aktuell eine Farbe, die stark gehypt wird. Hier haben wir sie in einer klassischen Dresswatch. Aber wie gesagt, die Portugieser ist eine sportlich anmutende Dresswatch. In diesem Chronographen kommt das hellblaue Zifferblatt in einem Weiß-Gold-Gehäuse. Passend dazu haben wir auch ein hellblaues Kalbslederarmband. Obwohl Chronographen in der Regel ja relativ groß sind, ist diese Uhr mit 41 mm im Durchmesser die kleinste, die wir euch heute im Video vorstellen. Hoch ist sie 13 mm, was für eine Dresswatch jetzt nicht besonders flach ist, aber wie schon gesagt, die Portugieser ist ja relativ sportlich und für ein Automatik-Chronographenwerk sind 13 mm definitiv in Ordnung. Der Glasboden ist hier leider nicht so groß wie bei den anderen Varianten, aber trotzdem kann man hier dem Manufakturkaliber 69355 bei der Arbeit zusehen. Wasserdicht ist die Uhr nur bis 3 Bar, das heißt, das ist die niedrigste Wasserdichtigkeit, obwohl es eigentlich mit dem Chrono die sportlichste Uhr ist, aber beim Chronographen ist die Wasserdichtigkeit halt schwieriger zu erreichen durch die Drücker. Die Gangreserve des Uhrwerks ist mit 46 Stunden jetzt nichts Spektakuläres, reicht aber für fast 2 Tage. Und da wir hier einen Automatikaufzug haben, muss man sich da eigentlich keine Sorgen drum machen, wenn man die Uhr regelmäßig trägt. IWC hat dieses Jahr auf jeden Fall ein Statement Richtung Schick gesetzt, denn die Portugieser ist genauso wie die Fliegeruhren und natürlich auch die Ingenieur ein Kernmodell aus der Geschichte von IWC. Und mit dem Eternal Calendar greifen sie auf jeden Fall Marken an, die sonst eher für hohe Uhrmacherkunst bekannt sind. Wie findest du die Releases von IWC? Feierst du den dressigen Weg der Portugieser oder hättest du lieber gerne mehr sportliche Uhren dieses Jahr gesehen, wie es die letzten Jahre der Fall war? Richtig geniale sportliche Uhren zu einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir dieses Jahr definitiv von Tudor auf der Watches & Wonders gesehen. Das Highlight ist für die meisten natürlich die Black Bay 58 GMT, zu der ihr hier das Video findet. Und vergesst nicht, die alte App runterzuladen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.